Ja. Hallöchen mit Öchen. Zurück an die Leute da Hause, genau da zu Hause, wo auch immer ihr seid oder im Internet oder was weiß ich wo. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, beziehungsweise einschalten muss man mich ja gar nicht. Man muss ja eigentlich nur einen Link anklicken, dann kommt man auch auf meine Videos. Ja, nee, schön, dass ihr wieder da seid und ich würde sagen, wir machen einfach mal da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben, wobei ich schon gar nicht mehr weiß, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Auf jeden Fall werden wir erstmal Musik wieder anmachen. Genau, die ist gerade ein bisschen leise, merke ich. Aber ich hoffe mal, das legt sich dann alles noch. Und ich gehe jetzt erstmal gerade mal ein bisschen rum. Ich habe immer noch ordentlich viel vor hier. Hier müssen wir auch nochmal gucken, ist da denn noch Kohle in dem Häuschen? Ja, ist sogar ein bisschen. Ist hier noch was drin? Seeds. Ach ja, wir waren letztes Mal genau Diamanten nicht suchen, aber wir haben auf jeden Fall Diamanten gefunden. Und wir haben gar kein Boot mehr. Wir sollten uns mal schnell ein Boot machen. Machen wir mal hier. Gehen wir mal kurz den Bürgermeister besuchen. Ruckel, ruckel. Und dann machen wir uns gerade mal ein Boot. So. Und dann müssen wir irgendwas wegwerfen. Vielleicht den Diamanten? Ich weiß gerade nicht. Ne, wir werfen erstmal irgendwie was anderes weg, was nicht ganz so wichtig ist, wie zum Beispiel. Wie zum Beispiel. Zum Beispiel, was ist nicht so wichtig? Ah! So. Nö, war auch doof, weil wir können lieber, pass mal auf, so. Und dann machen wir hier, wo ja, genau. So. Und haben wieder alles. So. Auf jeden Fall, werden wir jetzt erstmal wieder rüber machen. Unserem kleinen Boot hier. Hallo, Boot. Los jetzt. Jawohl, so, und jetzt fahren wir einfach mal rüber wieder. Den Leuchtturm, da müssen wir auf jeden Fall auch nochmal sehen, dass wir da zeitnah ein bisschen weiterbauen, würde ich sagen. Weil, ich meine, der ist zwar schon ordentlich hoch und alles, aber da oben ist dann doch noch irgendwie Handlungsbedarf, weil so können wir den auf jeden Fall nicht aufhören lassen. Einen kleinen Steg wollte ich auch nochmal irgendwo bauen, da muss ich auch nochmal gucken, wo wir den am besten reinzimmern. Auf jeden Fall, ja, müssen wir halt mal gucken. So, dann mal hier anlegen. Dann hoffen, dass wir hier einigermaßen. So, genau. Miau, da sind die Katzen schon wieder dabei. Und dann wollen wir hier ablegen. Wir haben gar keinen Diamanten in der Truhe. Was ist denn da los? Enderpearl, die legen wir auch mal ab. Und dann können wir auf jeden Fall mal sehen, dass wir das Fleisch ein bisschen braten. So wie auf jeden Fall das ganze Eisen, was wir noch haben. Und wir haben so viel Erde. Was machen wir damit? Müssen wir uns mal irgendwie vielleicht ein Trüchchen reinbauen irgendwo? Wir können uns auch eigentlich mal was hier vorbauen, oder? So einen kleinen Vorbau vielleicht. Ich bin mir gerade uneinig. Auf jeden Fall erstmal ein bisschen Fleisch. So, oder vielleicht hier noch ein kleines Trüchchen? Pass mal auf, wir machen hier noch eine kleine Truhe hin. So. Huch. Und zwar, da, oder? Passt die da am besten hin? Hat jemand eine andere Idee? Vorschläge? Geht das so? Das geht so, ne? Ja, doch, das geht so. Da können wir auf jeden Fall mal das Leder reinmachen, weil das brauchen wir gerade überhaupt nicht. Und den ganzen Rest vom Schützenfest, den lasse ich erstmal im Inventar. Di-di-di-di-di. Oh, ich freue mich schon. Wir werden auf jeden Fall gleich wieder noch ordentlich was bauen. Beziehungsweise, ich weiß noch nicht, ob wir das gleich machen, aber wir werden auf jeden Fall demnächst wieder ein bisschen was bauen. Genau. Bookshelf. Da könnte ich eigentlich auch noch mal eins hiervon verbauen. Wo denn nur? Wo denn nur? So, kleine Präsenzbibliothek hier.
Falls man mal nicht einschlafen kann, dann hat man wenigstens was zu lesen. Sieht irgendwie gar nicht so gut aus. Das sieht ja noch komischer aus. Warte mal. Wir haben noch hier... Geht das so einigermaßen? Könnt ihr da ein Auge zudrücken? Können wir eigentlich die Truhe auch dahin stellen, ne? Ist auch egal, komm. Wollen wir mal nicht so sein. Ist das Charcoal oder... Ne, ist normale Kohle gewesen. Aber hier haben wir auch noch Kohle irgendwo. Da. Dekadent wie ich bin, tue ich die jetzt einfach mal komplett hier rein. Ja, komm, das nehmen wir mal mit hier. Wie ist das zu essen? Die Knochen, die kann ich auch mal ablegen. Die brauche ich nicht. Diep, diep, nee, die, die. Was kann man hiervon noch ablegen? Natürlich wieder gar nichts. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. What a bucket. Pass mal auf, ich nehme mal die ganze Erde mit hier. Das kann ja wohl nie wahr sein. Oder auch nicht, weil Inventar ist wieder voll. Hm. Stone Stairs, Cobblestone. Cobblestone haben wir doch. Haben wir gar nicht. Den nehme ich halt hier mit. Gravel brauchen wir. Stonebricks eventuell. Noch mehr Gravel, den legen wir mal ab. Ja, ist ja gut. Dann nehmen wir wieder ein bisschen mit. Sand, weiß ich gerade noch nicht. Blim, 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 blim. So, und wir müssen unbedingt was essen, sehe ich gerade hier. Mann, da erinnert mich aber auch keiner dran. Nam, 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 nam. Und schon wieder vollgekriegt. So, dann hechten wir mal schnell nach drüben. Und wir haben immer noch kein bisschen Efeu gesammelt hier. Das habe ich ja jetzt schon seit ein paar Folgen vor. Die Bäume da oben könnten auch eigentlich mal wachsen, ne? Habe ich so das Gefühl, ein bisschen. Dibidibidi. Mache ich hier noch ein paar Bäume hin irgendwie? Weiß ich gerade auch noch nicht so ganz. Was haben wir denn hier noch Schönes? Hier haben wir auch noch Eisen. Halt dich fest. Harte Nummer das. Bone Meal Map Rail. Ruby on Rails ist eine Programmiersprache. Falls ihr das noch nicht gewusst habt. Dam, 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 dam. Wir sollten mal sehen, dass wir noch wieder ein bisschen Road and Wall bekommen, glaube ich. Road and Wall kann man niemals genug haben. So, dann wollen wir mal den roten Schafen an die Wäsche gehen. Wäsche gehen, Wäsche gehen. Heute ist Waschtag. Und zwar wird sich so gewaschen, dass die komplette Haut abgezogen wird. Hier die ganze Wolle, meine ich. Die ganze Kleidung, alles weg. Und wir können schon wieder nichts mehr einsammeln. Ach, herrje. Gut, dann gibt's halt nach wie vor noch ein bisschen rote Wolle. Die weiße lassen wir einfach mal da rumliegen. Zack. Los. Fresset. Fresset. Bitte nur die roten. Haben wir nicht noch hier ein bisschen Färbemittel? Nö. Haben wir nicht. Na? Ja. Mäh machen die Schafe. Bei der letzten Aufnahme habe ich leider ein bisschen übersteuert. Das ist mir aber erst aufgefallen, als ich dann fertig war mit der Aufnahme. Und da konnte ich das nicht mehr rückgängig machen. Und ich habe gedacht, nochmal das Ganze neu aufnehmen, so, ist auch nicht so geil. Deswegen habe ich das dann einfach mit einem weinenden Auge trotzdem hochgeladen. Ich hoffe, ihr versteht das. Und wenn nicht, dann habt ihr aber auch eigentlich keine andere Wahl. Also von daher, naja, so. Die Bäume werden schon wieder nervös, glaube ich, hier. Sollten wir... Was ist denn hier schon wieder los? Was ist hier los? Ein bisschen Kriegsfarben, ne? Ein bisschen Kriegsfarben. Wir hauen uns erstmal in die Profe, würde ich sagen. Dafür ist sie ja da. Gute Nacht. Bis morgen.
Guild Wars 2 ist jetzt Release-Datum rausgekommen. Und zwar... Ach, was ist das schön. Und zwar der 28. August. Das ist für den geneigten Zuschauer 2 Tage nach meinem Geburtstag. Das haben die sich bestimmt nicht zufällig ausgesucht, das Datum. Haben wir noch ein Glas dabei? Da könnten wir eigentlich mal... Pass mal auf. Ich hole gerade mal eben ein Glas. Was ich wahrscheinlich sowieso wieder in keiner Truhe habe. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Wobei man auch sagen könnte, wer nicht wagt, der nicht verliert. Weil, ja, ist ja so. Glas haben wir sogar dabei. Unfassbar. Unfassbar. Pass mal auf, dann werden wir nochmal... So, so. Ja, da war ein Knacker in der Musik drin. Sehr schön. Ein alter Knacker in der Musik drin. Ja, das war ich nicht. Bitte ich zu entschuldigen. Das nehmen wir alles mit. Und dann das Eisen brutzelt drüben, ne? DBDBDBD. Ich mag die Zelda-Musik. Ich finde sie toll. Zelda, ja, das waren auch Zeiten. Zelda war das erste Spiel in meinem Leben, was ich jemals komplett von der Pike auf an durchgespielt habe. Und zwar war das Zelda DX für den Game Boy Color. Ich hatte so einen lilanen. Habe ich schon mal erzählt, ne? Den habe ich dann irgendwann einen Kumpel ausgeliehen und seitdem nicht wiederbekommen. Ich weiß gar nicht, ob der noch existiert. Also, mein Kumpel existiert noch, aber ich meine, der Game Boy. Wahrscheinlich nicht, sonst hätte er sich schon mal irgendwie gemeldet. Sag mal, spiele ich hier die falsche Map weiter irgendwie? Ich habe hier gerade irgendwie Déjà-vu. Déjà-vu. So, aufpassen. Da und da. Hi. Hier ist der Awesome Dude. Und wir? Wir gehen erstmal auf die Suche nach ein bisschen Efeu. Kommt ihr mit? Habt ihr Bock da drauf? Ich hab Bock da drauf. Und ich werde es tun. Ja, ich werde nicht zögern. Passt mal auf. Passt mal auf. So, ich weiß gar nicht, wie viel brauchen wir denn davon überhaupt? Mehr als wir tragen können. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Bisschen schade finde ich, dass wenn man jetzt den abbaut, dass alles davon nicht noch auch da runterfällt. Das wäre eigentlich nur logisch, aber was rede ich denn? Minecraft und Logik. Ach komm. So, wie waren wir jetzt? 22 an der Zahl. Ich denke, das reicht erstmal. Oh, das hat sich gereimt. Und alles, was sich reimt, ist gut. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn ich da jetzt einen dran backe. Wahrscheinlich geht mir dann der ganze Brunnen kaputt. Kaputo. Und das wollen wir nicht. Wow, wow, wow. Wow, wow. Können wir das daran bauen? Nö. Schade, schade. Da auch nicht. Bi, 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 oh. Chillige Grooves mit der Awesome Dude. Pass mal auf. Machen wir mal hier. Und jetzt. Zack, zack. Das rieselt dann naja so ein bisschen runter, wenn ich mich nicht irre. Mit dem hier... Jawohl. Dauert das ja noch ein bisschen. Genau. Gehen wir erstmal wieder hier zurück. Soll ich noch an die Brücke was ranbauen hier? Ich glaube nicht, ne? Das sieht bestimmt nicht so gut aus.